Nein, ich habe euch natürlich nicht vergessen. Ich habe nur so viel um die Ohren im Moment, dass ich es absolut nicht schaffe, Videos zu drehen, geschweige denn überhaupt zu lesen. Und ja, aber ich dachte, ich mache mal ein kurzes Video, um euch auf dem Laufenden zu halten. Und bei der Gelegenheit kann ich auch gleich zugeben, dass ich im ganzen Juli kein einziges Buch gelesen habe. Und ich habe eins angefangen, das hieß The Unmaking of... Scheiße, ich habe den Titel vergessen. Ihr seht schon, das Buch ist mir unheimlich gut im Gedächtnis geblieben. Deswegen habe ich auch nach der Hälfte abgebrochen und es war einfach scheußlich. Also, es geht da um einen Typen, der ist Rockstar. Ein junger Rockstar natürlich, weil Rockstars sind jung. Und der ist halt in einer Band und der ist da der absolute Knüller, weil er ist der Songwriter und der Sänger und der Gitarrist und sowieso alles und überhaupt. Das Problem ist nur, er kommt irgendwie mit seinem Leben nicht klar, nimmt eine Überdosis Tabletten und hat einen Selbstmordversuch hinter sich. Deshalb schickt seine Mutter ihn aufs Land zu einer Verwandten irgendwie, ich glaube Tante oder sowas. Und dort soll er undercover leben, ein bisschen Abstand von seinem Starleben gewinnen. Und die einzigen Leute, die eingeweiht sind, sind die besten Freunde der Tante und deren Kinder. Und natürlich, wie kann es anders sein, verliebt er sich unsterblich und sofort und überhaupt in das Mädchen der Freundin der Tante, also die Tochter da. Und warum auch immer, er verliebt sich in sie. Doch er muss ja jetzt den Loser spielen, damit er nicht erkannt wird. Und deswegen lässt er sich auch darauf ein, dass er so ein bisschen der Schultrottel ist. Und das Mädchen ist natürlich nicht in ihn verliebt. Das wäre ja viel zu einfach. Und sie weiß zwar, wer er ist, aber nee, sie hat seit 100 Jahren irgendwie da einen anderen Typen, den sie total toll findet, aber bei dem sie sich überhaupt nicht traut, den anzusprechen. Und deswegen stimmt der Rockstar natürlich zu, dass er ihr hilft, an diesen Typen ranzukommen. Und ja, ihr könnt es euch denken, oder? Ich meine, wir könnten jetzt alle gleichzeitig auf drei sagen, wie es weitergeht. Eins, zwei, drei. Richtig, er hilft ihr, dass sie mit dem zusammenkommt, aber dann stellt sie sofort fest, dass er eigentlich totales Arschloch ist. Wahrscheinlich betrügt er sie oder irgendwie sowas. Und dass sie doch eigentlich in diesen Rockstar verliebt ist. Und nach einem ewigen Hin und Her gestehen die beiden sich endlich ihre Liebe, kommen zusammen. Und das Buch ist dann natürlich noch nicht zu Ende, weil das wäre ja viel zu einfach. Also genau in dem Moment, wo sie ihm ihre Liebe gesteht und die beiden zusammenkommen, wird ihm aber gesagt, er kann zurück in sein Rockstar-Leben in New York oder wo auch immer. Und dann muss er dahin zurück. Und wie das halt so bei Rockstars ist, es kommen Gerüchte auf, dass er mit irgendwelchen anderen Tussis irgendwelche Affären hat. Und es bricht ihr Herz, die beiden zerstreiten sich und sind wieder alleine bis zu dem Moment, wo er mit einer unheimlich großen romantischen Geste, wahrscheinlich wird er bei einem Interview irgendwas sagen oder bei einem Konzert ins Mikrofon reinbrüllen, dass er sie liebt und dann kommen sie doch wieder zusammen und Gott sei Dank ist das Buch dann endlich zu Ende. Also, wir wissen doch alle, dass es genauso ausgeht. Ja, wie gesagt, ich habe das Buch abgebrochen, aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil die Schreibweise das... Oh Gott, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, es war grausam. Denn sie steht ja angeblich nicht auf ihn, aber sie macht ihm die ganze Zeit total die strangen Komplimente. Und ich meine, so ein normales Kompliment, das fällt halt schon mal, das ist okay, das ist ja total legitim und da freut man sich auch, aber ununterbrochen. Das ist einfach so. Ah! Gut, ich habe mich wieder beruhigt. Beispiel. Guck mich doch nicht mit deinen Augen an. Das bringt mich immer total aus der Fassung. Du hast schöne Augen. Sprich doch nicht mit deiner normalen Stimme zu mir. Ich meine, die ist viel zu sexy. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, wenn du so sprichst. Oh Gott, und diese Haare. Wie kannst du so schöne Haare haben? Die sind einfach zu schön. Also, ihr versteht, was ich meine, hoffe ich. Also, ich glaube, ich bin nicht der einzige Mensch, der das etwas merkwürdig findet und Entschuldigung, jetzt ist mir gerade ein bisschen Kotze hochgekommen. Ich muss nur daran denken, da wird mir schon wieder schlecht. Also das. Jedenfalls habe ich das Buch ganz schnell zur Seite gepackt und habe dann, ich weiß gar nicht genau wann, ich glaube Ende des Monats, also Ende Juli, angefangen mit Middlesex von Jeffrey Eugenides. Und das Buch gefällt mir richtig gut, aber es ist nun mal ein dicker Wälzer und da ich im Moment überhaupt keine Zeit zum Lesen habe, bin ich auch da immer noch nicht mit durch. Also, tja. Die Statistik sagt, in praktisch 2 Monaten habe ich noch kein Buch geschafft zu lesen. Yay! Beste Voraussetzung, um ein Buch-YouTube-Kanal zu haben, wie ihr seht.
Aber ganz ehrlich, ich werde mich versuchen, jetzt wieder ein bisschen häufiger zu melden. Ihr könnt nicht darauf hoffen, dass ich total die aufwendigen, mega krass geplanten Videos mache. Es werden vermutlich eher ein paar Vlogs, vielleicht mache ich ein paar Tags oder ihr könnt mir Fragen stellen, ich beantworte irgendwelche Fragen von euch, was weiß ich. Aber ich versuche auf jeden Fall, mich häufiger zu melden und bis dahin haltet durch. Vielleicht lest ihr irgendwas, was ein bisschen besser ist als... Verdammt, wie hieß das Buch jetzt? Ich muss nachgucken. Unmaking Hunter Kennedy heißt es, von Anne Elliot. Ja, vielleicht lest ihr was Schöneres. Lasst es mich wissen, schreibt in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss.